Hallo ihr Lieben und hiermit herzlich willkommen bei unserer allerersten DM-Live-Show in der MeinDM-App und an erster Stelle erstmal große Sorry für die Verspätung, die wir jetzt hatten. Es gab ein kleines technisches Problem in der MeinDM-App, aber das wurde jetzt dank des Einsatzes ganz vieler Kolleginnen behoben und jetzt können wir quasi starten. Ja, und ja, jetzt geht's quasi los. Ich bin ein bisschen nervös, wie ihr auch merkt, denn ja, live ist live und da kann alles und nichts passieren. Und außerdem bin ich auch nervös, weil es liegt eine ganz, ganz lange Reise hinter uns. Und da wurde sehr viel Arbeit und Herzblut von auch ganz tollen Menschen hineingesteckt. Und für mich ist es eine Ehre, dass ich hier heute das erste Live moderieren darf. Kurz zu mir, ich bin die Mareike und ich bin seit 4 Jahren schon bei DM im Social Media Team. Und ja, jetzt würde ich sagen, jetzt gehe ich auch rüber zum Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Gesichtspflege und insbesondere um den Wirkstoff Niacinamide. Und wie man schon heraushört, braucht man da ja Expertise, die ich nicht habe. Aber ich habe zum Glück eine ganz tolle, inspirierende Frau an meiner Seite. Die Unternehmerin, Beauty-Expertin, Mentorin, Speakerin Judith Williams. Und ja, herzlich willkommen. Liebe Mareike, ich freue mich so sehr, da zu sein. Hallo an alle zu Hause. Ich freue mich heute hier, auch eure Fragen beantworten zu können. Ich freue mich auch ganz doll. Vielleicht möchtest du noch kurz was zu dir selber sagen oder gerne. Was heute so alles passiert. Ach, wir haben so viel mit euch vor. Also mein Name ist Judith Williams. Ich bin seit über 20 Jahren in der Kosmetikwelt, in der Kosmetikbranche zu Hause mit einem eigenen Unternehmen. Und ich habe das große Vergnügen, mit vielen Wissenschaftlern zusammenzusitzen, einige Zeit im Labor bei Forschungsprojekten dabei zu sein. Wir arbeiten viel mit Dermatologen zusammen. Wir entwickeln unsere eigene Kosmetik. Und ja, das andere ist, dass ich natürlich immer dazu da bin, auch dem Kunden zu erklären, was sind diese Wirkstoffe, was kann Niacinamide? Es ist ja so ein Hype, man weiß gar nicht so richtig, ist das jetzt was für mich, ist das nur für junge Haut, ist das für reife Haut? Also wenn ihr Fragen habt, auch zu Retinol oder Hyaluron oder für welche Hautprobleme welcher Wirkstoff gut ist, ich bin da und ich freue mich, euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich freue mich auch, vielen Dank. Und ihr merkt schon, heute wird es richtig spannend hier bei uns. Aber bevor wir jetzt anfangen, also es ist ja alles hier ganz neu in der MeinDM-App, erkläre ich euch noch ein paar Funktionen. Und zwar zum einen habt ihr es ja schon gemerkt, ihr kommentiert ja schon fleißig, ihr könnt live in den Chat kommentieren, ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt Fragen an die Judith stellen, ihr könnt Fragen zu den Produkten stellen, ihr könnt uns auch wissen lassen, falls technisch was nicht geht, dass wir das vielleicht noch beheben können. Und falls euch der Chat stört, könnt ihr den ganz einfach auch wegklicken und auch wieder zurückholen. Darüber hinaus, die Produkte, die wir euch hier heute zeigen werden, werden oben im Bild eingeblendet. Dann könnt ihr die anklicken und in den Warenkorb legen, wenn ihr das möchtet natürlich. Und falls ihr jetzt zum Beispiel das eine Produkt verpasst habt, was eingeblendet worden ist, keine Sorge. Es gibt auch unten im Bild nochmal einen Button. Das ist quasi so eine Silhouette von einer Cremedose und einer Tube. Da klickt ihr einfach drauf und dann seht ihr nochmal alle Produkte gesammelt, die ihr dann ebenso in den Warenkorb legen könnt. Ja, außerdem könnt ihr Herzchen für uns da lassen, vielleicht einfach auch so für ein Stimmungsbild, könnt ihr gerade noch ein Herzchen schicken. Genau. Und zu guter Letzt gibt es auch noch eine kleine Überraschung für euch Live-ZuschauerInnen, die wir uns gemeinsam für euch überlegt haben. Mhm. Und zwar gibt es heute 30%, ein 30%-Coupon auf die gesamte Marke Judith Williams. Denn das betrifft dann nicht nur die pflegende Kosmetik, also nicht nur Gesichtspflege, sondern auch dekorative Kosmetik und Düfte haben wir auch noch. Ja, also das gibt es heute für euch. Der Coupon wird automatisch in eurem Coupon-Sender jetzt hinterlegt. Das kann so 1-2 Minuten dauern und dann müsst ihr den nur noch aktivieren. Und wenn ihr mögt, könnt ihr den dann noch heute den ganzen Abend einlösen. Genau, ich glaube, jetzt habe ich ganz schön viel geredet, aber ich habe doch noch eine kleine Info. Wir haben auch alle möglichen Corona-Maßnahmen getroffen, dass wir beide hier so stehen dürfen. Das haben wir. Und genau, jetzt würde ich sagen, wir legen mal los und du hast ja auch Produkte mitgebracht. Ganz genau. Also ich würde einfach sagen, ich fange mal an mit Niacinamide, weil das ist sozusagen der Hype aktuell im Markt. Und wir, die wir Kosmetik und Marken herstellen in der Kosmetikwelt und so viel mit Wirkstoffen zu tun haben, haben uns eigentlich gefreut, dass Niacinamide endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie
sie wirklich verdienen, weil wir haben sie beinahe in jedem Produkt immer schon seit vielen, vielen Jahren drin, weil Niacinamide einfach viele Wirkstoffe auch verträglicher machen für die Haut. Und da werde ich euch ganz viel drüber erzählen. In der Niacinamid-Linie bekommt ihr oder habt ihr die Möglichkeit, von drei verschiedenen Produkten zu unterscheiden. Das Herzstück des Ganzen ist natürlich die Creme. Mhm. Und Niacinamid ist eigentlich ganz einfach Vitamin B3. So, und das hört sich jetzt so einfach an, aber ich glaube, aus der Sicht von Hautpflege, gerade von empfindlicher Haut oder wenn man, sag ich mal, auch unreine Haut jetzt durch das Maske tragen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke, dass wenn ich zum Beispiel 3-4 Tage ganz viel Maske tragen muss, die Haut leidet wahnsinnig. Niacinamide kurbelt eins an, und zwar die Ceramid-Synthese. Vielleicht ganz kurz, was sind Ceramide? Das ist eine gute Frage. Also wenn deine Haut, wenn du dir die vorstellst wie eine Mauer, dann sind das quasi die Steine, die Ziegelsteine. Und dazwischen brauchst du Mörtel. Und das sind Ceramide. Das heißt, wenn du eine gerötete Haut hast oder viele Unreinheiten, deswegen werden Niacinamide häufig gerne auch bei einer großporigen, pickeligen, unruhigen, entzündeten Haut eingesetzt, weil sie sehr, sehr, sehr entzündungshemmend sind. Und zusätzlich diese Ceramide, die Kittsubstanz, also in dieser Mauer sozusagen das Ganze kittet, dann kann die Luft und die Bakterien und die Keime nicht so sehr eindringen und vor allem deine Feuchtigkeit nicht so leicht rausgehen, was natürlich einen super Vorteil hat, weil die Haut wird super prall und glatt. Das hier hört sich super spannend an, so ein richtiges Multitalent. Ist ein Multitalent, ja, hast recht. Und das ist ja auch zum Beispiel, das wird sicherlich auch in den Kommentaren jetzt kommen, ich gucke immer ein bisschen rein. Ja. Und ich habe noch was vergessen zu erwähnen, wir haben auch noch unsere Kollegin aus dem Service Center, die auch noch Fragen beantworten, die wir jetzt vielleicht nicht im Live beantworten können. Aber jetzt wieder zurück zu den Produkten. Da wird die Frage kommen, ab welchem Alter man diese Creme zum Beispiel nutzen darf. Da ja, klar. Weil Niacinamide ist etwas, ist so ein Multitalent, das kannst du im reifen Alter, aber auch schon im jungen Alter verwenden. Wir haben jetzt hier drauf geschrieben, ab 25 circa, ein bisschen jünger darfst du und sehr viel älter darfst du auch. Weil wir verbinden Niacinamide mit einem Komplex, der Glow verursacht in der Haut. Also für wen ist es also geeignet? Ich nehme mal den Booster aus Niacinamide, wer unreine Haut hat oder wer das Problem hat, dass er immer wieder große Poren hat, eine unruhige Haut, entzündete Haut. Niacinamide sind für trockene, aber gleichzeitig auch für ölige Haut, weil schon ab einer Einsatzkonzentration von 2% sagen das die wissenschaftlichen Studien, reguliert Niacinamide zu viel Ölproduktion. Also und gleichzeitig, wie gesagt, hilft es deiner Haut stabiler zu sein. Ich liebe Konzentrate, ich liebe Seren und was ihr seht, das ist super feuchtigkeitsreich. Feuchtigkeit ist mir, ist dir auch wichtig wahrscheinlich, ist auch wichtig. Ja. Aber der Schlüssel ist ja immer, wie kriege ich die Feuchtigkeit so in die Haut, dass sie wirklich lange hält. Jetzt bin ich sehr viel älter als du. In meinem Alter verliert man Feuchtigkeit noch etwas schneller, ja. Und deswegen sind wir in der Kosmetik immer bestrebt, Feuchtigkeit wirklich einzuschließen. Und da ist Niacinamide und auch dieser Booster, der ist halt etwas cremiger, sage ich mal. Gibt schon wahnsinnig viel an Pflege. Und ich nehme, wie du siehst, immer zu viel. Und ich liebe zu viel. Also ich finde, da kann man nicht zu viel nehmen, weil das gibt dir die ganze Feuchtigkeit in der Haut. Er riecht auch verdammt gut, das muss man schon sagen. Ich darf das riechen, das könnt ihr jetzt leider nicht, aber es ist wirklich sehr lecker. Ich empfehle den Booster, vor allem wer großporige Haut, das ist ja gerade ein Hype, ganz, ganz feine Haut, sehr gepflegte Haut zu haben. Je älter es wird, desto schwieriger ist es auch, weil die Poren werden ein bisschen weicher, die Haut verliert die Elastizität. Dann gebe ich den Booster zum Beispiel über die Nase, ich gebe es auf die Stirn, hier auf die Kinnpartie, wenn ich jetzt durch die Maske zu viele Unreinheiten bekommen habe. Du atmest ja doch immer in deinem Atembakterien quasi in die Maske hinein und das klebt dann nachher so richtig an der Haut. Deswegen gebe ich es hier hin, ich gebe es hier hin, überall dort, wo ihr Porenverfeinerung wollt und eure Haut in Stabilität bringen wollt. Das ist alles super spannend. Und wie gehst du jetzt vor? Das ist ja quasi jetzt der Booster bzw. Serum. Richtig. Und das trägst du ja wahrscheinlich zuerst nach der Reinigung auf. Nach der Reinigung immer Booster oder Seren oder Konzentrate. Oft wird häufig die Frage gestellt, was ist die Funktion einer Creme?
was ist die Funktion von einem Serum oder von einem Konzentrat? Also ein Serum und ein Konzentrat könnt ihr euch so vorstellen, da können wir sehr, sehr starke Wirkstoffe, also höher in der Konzentration. Ich sage immer, das ist so der kräftige Fitnesscoach für deine Haut. Du siehst Unreinheiten, du siehst Fältchen, du siehst Trockenheitsstellen, Entzündungen in der Haut und hättest einfach gern diese ganz beruhigte, feinporige Haut. Dann nimmst du den Booster, der hat ja zusätzlich noch 20% Vitamin C in dem Booster, Wirkstoff mit Niacinamide, trägst es auf, lässt es einziehen. Danach nimmst du die Creme. Und wozu ist die Creme? Die Creme hat immer einen höheren Lipidanteil, ist also mehr Schutz und schleust all deine Wirkstoffe nochmal besser und tiefer in die Haut. Das ist alles super spannend. Man lernt nie aus. Also ich lerne da auch immer viel dazu. Ich habe zum Beispiel während der Corona-Zeit ganz die Pflegeroutine so für mich entdeckt. Ich habe vorher immer relativ wenig gemacht. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare reinschreiben, wie das bei euch ist. Habt ihr so für euch eine Routine? Welche Produkte benutzt ihr? Und habt ihr vielleicht auch schon die neue Serie verwendet? Dann lasst uns auch einmal gern wissen, wie sie für euch quasi ist. Und da war zum Beispiel auch schon eine Frage in den Kommentaren, ob die Creme auch einen Lichtschutzfaktor hat. Wir haben uns ja schon vorher kurz darüber unterhalten. Genau, da kann man immer so gut fachsimpeln, sage ich mal, über Lichtschutzfaktor in Cremes, ja oder nein. Ich bin ein Fan davon, Lichtschutzfaktor definitiv zu verwenden. Also wenn man mit Hautexperten zusammenarbeitet und so lange in der Kosmetikwelt und sieht, was Hautalterung eigentlich verursacht, dann ist es natürlich die lichtbedingte Hautalterung. Aber wir in Deutschland jetzt im Winter, da ist es ja manchmal so düster, wünschst du dir mal einen Sonnenstrahl, da brauche ich den Lichtschutzfaktor nicht wirklich in der Creme. Und wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, sowieso nicht. Deswegen haben wir hier bei Niacinamid keinen Lichtschutzfaktor drin. Aber es kommen zwei Produkte mit Lichtschutzfaktor, vor allem bei Retinol. Wir haben ein sehr großes, hervorragendes Retinol-Sortiment auch. Und da wird einiges an Lichtschutzfaktor kommen und auch bei Hyaluron. Das hört sich sehr spannend an. Ich muss auch sagen, du kommst immer wieder auf ganz tolle neue Ideen, neue Produkte. Das ist auch eine spannende Frage. Woher nimmst du das einfach? Also wie kommst du da drauf? Wie entwickelt ihr die Produkte? Das finde ich auch ganz spannend zu erfahren. Also mich hat Kosmetik einfach immer begeistert, weil ich finde, Kosmetik ist nicht wirklich so nur Faltentiefe oder man will ewig jung aussehen. Das ist für mich persönlich so eine Zeit, die ich für mich habe, um mich zu pflegen. Deswegen, es muss immer alles wahnsinnig lecker riechen. Das muss sich toll anfühlen. Das ist so ein bisschen Seelenstreicheln, finde ich, ist Kosmetik. Und unsere Firma gibt es ja schon seit über 20 Jahren und wir haben damals mit verschiedenen Linien von biozertifizierter Kosmetik begonnen. Heute produzieren wir viele, viele verschiedene Marken und eine davon ist eben Judith Williams Cosmetics. Und ich habe darin natürlich die Gelegenheit, sehr viel mit Wissenschaftlern, mit Ärzten zusammenzusitzen, zu sehen, hey, wo geht eigentlich? Und wir verwenden Natur und Wissenschaft, also rein pflanzliche Wirkstoffe, vegan sind wir. Und das ist halt wahnsinnig inspirierend, wenn du mit den Menschen sprichst und hörst, woran die gerade arbeiten. Und daraus, wir gehen immer von der Wissenschaft aus. Wir sind nicht immer so trendgetrieben, sondern wollen eigentlich wissen, was ist gerade das Stärkste, das Beste für deine Haut. Das klingt sehr spannend. Ja, ich muss auch sagen, man nimmt ja auch Inspiration vom Umfeld mit. Das habe ich jetzt zum Beispiel tatsächlich auch gemerkt, wenn man wieder unterwegs ist und mit Leuten sich unterhält, dann kommen da auch schon die Ideen und man wird kreativ. Ja. Und ja, das gibt einem wahnsinnig viel. Darf ich dir eigentlich ein Tuch geben oder soll es einziehen? Ich genieße das, ehrlich gesagt. Ich wollte zeigen, Niacinamide, die Creme, wenn ihr die mal auf der Haut spürt, dann wirst du merken, die ist nicht wässrig. Es gibt ja verschiedene Cremes. Texturen, sag ich mal, Wasser in Öl oder Öl in Wasser, Emulsionen, die ist sehr, sehr schützend. Auch jetzt, als ich hier ausgestiegen bin in Karlsruhe heute, es war so kalt, ihr habt so einen Winter gerade. Das ist der perfekte Tag, um wirklich die Haut einzupacken. Und ich liebe dieses Gefühl, wenn die Haut nicht fettig ist, sondern einfach voller Feuchtigkeit, ganz prall. Wir sagen dazu juicy, also wirklich saftig. Und dafür ist die Niacinamid-Linie perfekt, wenn du also wirklich Schutz brauchst, Entzündungshemmung, du willst feinporige Haut, du willst eine Haut, die stabiler ist, wieder in Balance, vielleicht ist sie auch so ein bisschen durch den Wetterumschwung oder wodurch auch immer etwas unruhiger geworden. Dafür ist Niacinamide sensationell
Und ja, man kann es mit allen anderen Linien verbinden. Wenn ihr sagt, ihr wollt Hyaluron zum Aufpolstern der Haut, dann nimmst du die Hyaluronlinie noch dazu. Oder ein Serum kannst du mischen mit der Creme. Oder natürlich Kollagen oder Retinol. Das ist das Tolle, wenn man jetzt sagen würde, Niacinamid als Wirkstoff. Was wäre das für ein Sternzeichen? Das ist eine spannende Frage. Ja, genau. Meine Freundin von mir, die ist Dermatologin in den USA und die sagt immer, du musst das deinen Kunden so erklären. Das Sternzeichen von Niacinamide ist die Waage. Die will immer alles regulieren. Die will, dass allen gut geht. Die will sich immer verbinden und alles verträglich machen. Das kann man sich auch sehr, sehr gut merken, finde ich. Ja. Bevor wir jetzt weitermachen, vielleicht sind auch inzwischen nochmal neue ZuschauerInnen dazugestoßen und ich hole euch nochmal kurz ab. Wir haben heute unser allererste DM-Live-Show hier in der MeinDM-App und zu meiner Seite habe ich die bezaubernde Judith Williams, die euch quasi ihre Produkte vorstellt, die euch Pflegetipps gibt und ein bisschen auch so über den Wirkstoff Niacinamide spricht. Und als kleines Special für euch haben wir heute einen 30% Coupon auf die gesamte Marke Judith Williams. Heißt nicht nur Gesichtspflege, sondern auch dekorative Kosmetik und auch die Düfte fallen darunter. Und dann könnt ihr quasi automatisch, der wird automatisch im Couponsender hinterlegt und dann müsst ihr den nur noch aktivieren und dann könnt ihr ihn einlösen noch den ganzen Abend. Genau. Jetzt haben wir aber noch ein drittes Produkt. Ich habe noch was Drittes. Wie stehst du zu Peelings oder Exfoliating? Ist das etwas, was du häufig machst? Inzwischen ja. Also ich habe es dir ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass ich, bevor ich eigentlich bei DM war, ein bisschen geschludert habe mit der Pflege. Ja. Und für mich habe ich es jetzt entdeckt und ich mache schon ein, zwei Mal die Woche ein Peeling. Mhm. Das wäre für mich jetzt auch eine Frage gewesen, wie oft man dieses Peeling verwenden kann. Also grundsätzlich, unser Niacinamid ist ein aktives Niacinamid, das heißt, es ist extrem effektiv. Wenn du es hier im Peeling siehst, haben wir es kombiniert mit unserem speziellen Glow-Wirkstoff, dann kommen wir also circa auf 5%. Was du siehst auf meinem Handrücken ist ein Peeling, das wie Perlmutt aussieht. Wow. Das ist der Hammer. Ich liebe dieses Peeling, weil es hat keine Körnchen, aber ich sage immer so, ja, zu Hause, na, ich habe gerade meine Dreckwegmaske drauf, ja. Das heißt, also Schmutz, Talg, Verstopfungen, Bakterien, alte Hautschuppen, die lassen dich ja immer älter aussehen. Und in meinem Alter, also wenn man über 40 oder 50 ist, dann sind die Hautzellen nicht so in der Zellproliferation. Das wird alles ein bisschen langsamer. Deswegen ist ein Peeling in meinem Alter, das sanft ist, aber gleichzeitig die Haut nährt, aufbaut und schützt, aber die toten Hautschuppen runternimmt, extrem wichtig. Ich bin Fan von solchen Peelings, die das sehr sanft machen und ich liebe diesen Perlmutt-Charakter. Also die kannst du auch richtig, richtig schön eincremen, ganz nah auch auf der Oberlippe, im Kinnbereich. Wer hier so schwarze Mitesserchen so vorm Spiegel manchmal steht oder so an der Nase, manchmal steht man ja an der Kasse und jemand steht vor einem oder irgendwo in der Schlange und dann denkst du so, oh Mensch, dann würde ich am liebsten gleich meinen Kosmetikkoffer aufmachen und sagen, komm, gebe ich dir mal mit, mach das mal dahin, ja, das hilft, weil man ja doch die großen Poren an der Seite der Nase selber nicht so richtig sieht. Also da so richtig einarbeiten, einwirken lassen und dann ganz einfach hinunternehmen. Und die gibt super viel Feuchtigkeit und reizt die Haut nicht, weil Niacinamide hier in der Konzentration drin sind, dass sie wirklich beruhigt. Das ist überhaupt auch ein großes Thema. Werde ich häufig gefragt, welche Konzentrationen sind die richtigen? Ist mehr immer besser? Ich versuche mal zu sagen, das ist in der Kosmetik wie das Salz in der Suppe. Keiner möchte eine versalzene Suppe essen, aber das heißt also nicht, je höher dosiert, desto besser. Das ist nicht der Fall, sondern keiner möchte auch eine Suppe essen, die gar kein Salz drin hat. Es kommt auf die richtige Dosierung an. Und die ganzen Studien zu Niacinamide sind alle so zwischen 2% und 5% gemacht. Mhm. Und da hat man sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Vielen Dank dafür. Mhm. Da war auch eine Frage, ob es zum Beispiel auch was für Mischhaut Ü40 gibt. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man das quasi auch nehmen, das oder? Das ist super. Ja. Ich bin auch Ü40, ja, auf dem Weg zu Ü50. Und es ist heute mit den Wirkstoffen wirklich eine Wonne, die Haut sehr rein, sehr prall, sehr feinporig zu halten. Und ein Wirkstoff,
den wir schon seit Jahren, das ist einer der ältesten Wirkstoffe in der Kosmetik, Niacinamide, aber er hat jetzt erst eigentlich so wirklich die Anerkennung bekommen, die ihm auch wirklich dient und gebührt, weil er eben für jedes Alter ist und eine Mischhaut gerade in diesem Alter sehr gut in Balance bringt und vor allem die Haut schön glatt macht. Ja, also ich mache heute Abend direkt einen Beauty-Abend. Ich werde mir auch eine Maske gönnen, weil es sieht wirklich richtig toll aus, wie die glänzt. Siehst du, die auch noch, zieht ein. Da war jetzt auch noch eine Frage, wie lange man die eigentlich einwirken lassen. Also ich glaube, man kann ja auch in die Badewanne liegen und sie einfach die ganze Zeit in der Badewanne drauf lassen, das, oder? Ich bin auch so ein Masken-Badewannentyp und dann liege ich manchmal eine Stunde und denke so, oh, soll man ja eigentlich nicht, nicht gut für den Kreislauf, aber ist so schön. Also die Maske trägst du aufs gereinigte Gesicht und jetzt kommt mein besonderer Tipp. Nehmt einen Waschlappen oder so ein bisschen größer, wenn es geht. Wenn die Maske so richtig, man sieht es jetzt bei mir auf der Haut. Jetzt ist dieser Schimmer, dieser Perlmutt-Schimmer, der durch eine besondere Technologie ist, wie wir die Emulsionen schlagen. Das sieht also aus wie Perlmutt, wenn es auf die Haut geht, aber jetzt ist er weg. Das zeigt, also die gesamte Feuchtigkeit ist in die Haut gezogen, hat eigentlich jetzt abgelöst, was abgelöst sein sollte. Und jetzt nimmst du diesen heißen Waschlappen, legst ihn kurz aufs Gesicht und dann einfach hinunternehmen und den Rest in die Haut einmassieren. Die Haut ist so prall, so fein, so schön und so richtig prall genährt und vor allem eins, was Niacine machen, beruhigt. Das klingt alles so schön. Es macht richtig Spaß, dir zuzuhören und auch davon zu lernen, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, von jetzt den nehme Fragen ich doch ein Tuch, ja, gerne. Um meine Maske so, abzunehmen. So. Danke dir, Mareike. Vielen, vielen Dank. So, ja, vielleicht. Ja. Hole ich die Leute dann inzwischen noch mal kurz ab, wenn es noch mal neue dazugekommen sind. Mhm. Also nicht vergessen, wir sind hier heute live in der MeinDM-App. Zum ersten Mal haben zur Seite die liebe Judith Williams und wir sprechen über Gesichtspflege und über den Wirkstoff Niacinamide. Und dazu gibt es heute auch einen 30%-Coupon, den ihr automatisch in eurem Couponsender hinterlegt bekommt. Und dann könnt ihr den aktivieren und einlösen heute noch den ganzen Abend eben auf der DM.de oder in der MeinDM-App. Genau. Mhm. Ja, also du hast ja noch weitere Produkte mitgegeben. Ich habe noch weitere Produkte, absolut. Ja. Und ich kann natürlich auch noch ein bisschen was erklären. Du hast eben die Parfums erwähnt. Parfums ist bei uns was ganz, ganz Wichtiges. Das machen wir in unserer Firma, die in Innsbruck sitzt. Wir haben ungefähr 200 Leute. Uns gibt es seit ca. 20 Jahren schon. Ja. Und seit 15 Jahren gibt es Judith Williams Cosmetics darin. Aber wir haben schon immer Parfums gemacht. Und wir machen alle unsere Parfums in Parfums. Paris, haben eine wahnsinnig schöne Qualität und ich habe in meiner Marke einen Slogan, ich stehe auch, wenn ihr mich aus Höhle der Löwen kennt, sehr, sehr für Women Empowerment in jeglicher Form, ja, weil ich finde, wir Frauen, wir haben noch nicht die gesellschaftliche Anerkennung bekommen, wie sie unseren Talenten und dem, was wir an den Tisch bringen, wirklich gebührt und deswegen habe ich einen Spruch, beautiful, powerful you und diese drei Parfums gibt es auch bei DM sozusagen und ja, jeder riecht anders. Beautiful ist zart und so ein bisschen, ja, so Narzisse und blumig und You ist eher verträumerisch, also ist schon sehr sinnlich und dann Powerful ist, oh, das ist eine Powerfrau, die weiß, was sie will. Ganz große Sinnlichkeit auch so. Ja. Ja. Also ich kann mir vorstellen, wie die duften, weil diese Niacinamid-Reihe, die riecht schon wie ein Parfüm. Also riecht schon lecker, ne? Wir haben eben schon gesagt, wir müssen eigentlich einen Duft davon machen. Manchmal riechen die Cremes so gut. Mir ist das wichtig. Ich liebe es, wenn Cremes gut riechen. Die Hyaluron-Aktivlinie riecht auch so lecker. Kollagen auch, also es ist schwer, sich zu entscheiden. Aber manchmal haben viele auch die Frage, wo stellt ihr her oder wie stellt ihr her? Also die ganze Dekorative wird in Italien hergestellt von langjährigen Partnern, die absolute Experten da drin sind. Und wir geben die Actives rein. Ihr werdet, wenn ihr zum Beispiel den Lipgloss bestellt, mein Lipgloss, also ohne den kann ich ehrlich gesagt kaum noch leben, wenn ich das so übertrieben sagen darf, weil er hat ganz viel Hyaluronsäure. Und das ist das Schöne, du spürst diese Aufpolsterung und vor allem, wenn du im Fernsehen arbeitest oder vor Menschen sprechen möchtest,
dann darf der nicht so aneinander kleben. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und der ist ganz sahnig, ganz geschmeidig und polstert sofort auf und hat schöne, sanfte Farbtöne, die auch sehr natürlich wirken. Und ja, habe ich jetzt auch drauf, schon den ganzen Tag. Ich habe ihn auch drauf und ich finde ihn sehr schön. Da gibt es zwei Farben von. Mhm. Ich habe zum Beispiel die 462 drauf. Mhm. Das ist so ein, ja, ich würde schon, es geht auch ein bisschen so ein Aprikotfarbene. Ja, so, ja, absolut, absolut, absolut. Das ist so meine Farbe aktuell. Mhm. Oh, ich muss in die, genau. Entschuldigung. Da, genau. So, da. Und das ist genau. Quasi der Lipgloss hier. Ja. Und der ist wirklich richtig schön, sehr angenehm. Kannst mir auch und, was auf ja, die Hand. Ja, sehr gerne. Dann arbeite ich nochmal nach. Und der ist zum Beispiel aus Italien und die Lipliner und so weiter, die werden zum großen Teil in Deutschland hergestellt und ja, lecker. Und übrigens ein Tipp, wer Make-up liebt und er sucht ein Make-up, was den ganzen Tag ganz weich auf der Haut bleibt. Ich habe wahnsinnig trockene Haut und habe oft ein Problem, wenn ich zu viel Puder verwende, dass die Haut noch trockener wird. Und ich habe ein Anti-Aging-Make-up. Wenn man mich fragen würde, was ist denn dein Lieblingsprodukt, würde ich sagen, aus dem Make-up-Bereich das Anti-Aging-Make-up, weil es wie eine befeuchtete Seide, ich habe immer das Gefühl, da ist eine Sprinkleranlage drin in der Emulsion. Heute zum Beispiel bin ich hier aus München angereist und da stehst du halt wahnsinnig früh auf und heute Morgen um 6 aufgestanden, um 7 schon geschminkt und dann machst du noch einen Touch-up und bist dann schon sofort mit der lieben Mareike hier und das bleibt einfach immer toll in Position und es ist wie ein Weichzeichner eingebaut und sehr, sehr pflegend. So. Ja, das haben wir nur leider nicht da, aber es wird eingeblendet. Okay. Und ich kann da nur erzählen, als es zu uns kam, zu DM, ja. Da hat jetzt die Runde gemacht hier im Dialogikum und bei den KollegInnen ja. Überall, weil die alles so begeistert waren von diesem Make-up, weil es passt sich ja auch dem Hautton an. Das ist und es ist wirklich eine Sensation. Also ich bin ja zum Beispiel sehr hell und ich habe das auch benutzt. Und ja, also es ist wirklich ein ganz tolles Produkt, was du da rausgebracht hast. Aber es gibt so viele tolle Produkte. Ich glaube, wir können echt mehrere Lives machen, auch mal über dekorative Kosmetik. Ja, über Deko sowieso. Da könnt ihr vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, so was ihr euch vorstellen könntet noch, also über was ihr euch noch wünschen würdet von der lieben Judith. Also ich glaube, sie wird bestimmt noch mal kommen. Ich komme natürlich noch mal. Und es gibt ja so wahnsinnig viele Themen, wie zum Beispiel Retinol. Retinol geht auch gerade im Markt natürlich extrem durch die Decke, weil es nicht nur, früher war ja Retinol nur für alte Haut. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das war eher sowas für, sag ich mal, 50-, 60-Jährige. Und heute nimmt man ja Retinol auch schon teilweise früher. Und das Retinol ist viel moderner geworden. Viele glauben ja, es gibt viele verschiedene Arten von Retinolen, aber chemisch gesehen gibt es nur ein Retinol. Und dann gibt es Retinoide, die Formen unter dieser Vitamin-A-Gruppe quasi sind. Aber was macht es? Es ist der Goldstandard gegen Falten. Ich glaube, dass wir da auch zwei Produkte mitgebracht haben. Also es ist vielleicht auch spannend zu wissen, dass man ja die auch miteinander kombinieren kann. Vielleicht wollen wir noch darüber sprechen. Absolut. Also das eine ist unser Serum-Elixier. Ich bin ein Junkie in Sachen Serum, muss ich wirklich sagen. Ab einem gewissen Alter merkt man einfach, was es für einen Unterschied macht, wenn du ein Serum verwendest und wann nicht. Und was ihr hier seht, ist einmal das Serum und die Gesichtscreme. Und ich bin ein very strong believer in zuerst das Serum und dann die Creme, weil die wirken immer in Synergie. Ja? Aber wenn ihr jetzt begeistert seid, zum Beispiel von dem Niacinamid Booster, der das Vitamin C hat, ist das auch eine ganz tolle Kombination. Wenn du sagst, nimmst Niacinamide, entzündungshemmend, porenverfeinernd und dann nimmst du dazu die Retinolcreme, um nochmal den Push zu bekommen gegen Fältchen etc., geht das übrigens auch. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die beiden. Das eine ist das Serum mit Retinol und Retinol regt eben die Zellerneuerung an und hilft auch bei der Zellproliferation. Und diese Form von, das ist ein ganzer Deckmantel von verschiedenen Vitamin A's, und ist einfach extrem wirksam und sehr weich, sehr geschmeidig, sehr feuchtigkeitsspendend, sieht man jetzt hier schon. Und dann gibst du über das Serum, wenn das Serum eingezogen ist, gibst du dann die Creme drüber. Und wir arbeiten ohne Mineralöl, ohne Silikone, ohne Mikroplastik, sehr, sehr nachhaltig getrieben bei uns in der Firma, schon allein, weil wir damals mit biozertifizierter Kosmetik, das waren die ersten Produkte, die wir damals gemacht haben. Das stimmt. Und wenn jetzt zum Beispiel, das wäre jetzt eine Frage, die ich ganz spannend finde, kann ich
auch die beiden Serien miteinander kombinieren? Also kann ich das auch? Das kann man auch. Hier steht der Serien-Junkie, der das auch macht. Also Serien haben halt echt eine wahnsinnige Wirksamkeit. Also wenn ich jetzt Dreharbeiten habe und ich weiß, die Kamera kommt ganz nah ans Gesicht oder so und denke so, okay, ich bin auch keine 20 mehr. Ja, wie kann ich mich vorbereiten? Mache ich immer vorher natürlich eine Maske oder ein Peeling, so wie bei Niacinamid. Mach die Haut so viel feiner und du kriegst diesen tollen Glow. Und dann arbeite ich meist immer mit zwei Serien hintereinander und dann eine gute Creme drauf. Und wir nennen das Layering, ja. Ja. Und das Layering, ich war so froh, als endlich Layering populär war, weil ich eben 20 Jahre immer von Layering gesprochen habe und alle so, Layer, was? Ja. Und plötzlich war Layering draußen, weil ich so, endlich hat man es kapiert. Ich finde es sehr, sehr wirksam. Du siehst ja, es ist auch alles eingezogen. Die Haut braucht eine Sekunde Zeit und dann sieht es einfach richtig fein und glatt, ist ganz weich die Haut geworden. Das sieht man auch schon. Mhm. Ja, den Layering-Begriff, den habe ich tatsächlich auch erst bei DM kennengelernt. Also, kann man so viel lernen. Ja, man lernt echt viel, aber das ist ja auch schön, weil man hier so viele tolle Menschen kennenlernt und auch, ja, so wie dich zum Beispiel auch, man lernt ja immer viel dazu. Ja. Wir hatten ja schon ganz viele Projekte mit dir gemeinsam und es macht einfach richtig Spaß. Also, das macht richtig, da richtig Spaß. Da kann man wirklich nur dazu lernen. Ja. Und wenn ich jetzt aber richtig verstanden habe, du machst die hintereinander, die Serien, aber man könnte es jetzt nicht beide quasi... Doch, kann man auch. Also sie sind sehr verträglich und wir versuchen sowieso immer, die Produkte so zu machen, dass du aus allen Linien, wenn man jetzt, manchmal will man ja auch ein bisschen schnuppern, du sagst, okay, ich probiere jetzt was von Retinol und dann schaue ich mal, wie das Niacinamide-Peeling, ob das meine Haut wirklich so verfeinert und diesen sofortigen Glow gibt. Und dann gibst du zum Beispiel nach dem Peeling ein Retinol-Serum drauf, wenn du möchtest. Das geht definitiv, weil ich meine, das sind die hauptwichtigsten Wirkstoffe in der Kosmetik. Einmal Kollagen, dann Retinol, Hyaluron zum optischen Aufpolstern natürlich und Niacinamide nochmal, um wirklich dieses Gleichgewicht in deiner Haut herzustellen und die Feinporigkeit und zusammen mit diesem 20% Vitamin C-Komplex, der diesen Glow-Boost-Effekt nochmal hat auf deiner Haut, das ist wirklich für jedes Alter, riecht sehr immer schön. Noch so lecker. Ja, es riecht wahnsinnig lecker. Genau. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage, weil wir haben ja noch mehr Produkte mitgebracht, zum Beispiel auch die Hyaluron-Serie. Ja. Und was ich auch immer spannend finde, kann man jetzt zum Beispiel auch sagen, ich nehme zum Beispiel morgens Retinol oder Niacinamide und abends mache ich noch zum Beispiel Hyaluron, dass ich über die Nacht noch mehr Feuchtigkeit bekomme. Wäre das auch eine Möglichkeit, so, dass man die Produkte so kombinieren kann? Absolut. Du kannst zum Beispiel auch aus unserer Hyaluron-Aktivlinie, die ja auch die eigene Hyaluronsynthese ankurbelt, so ähnlich wie Niacinamid die Ceramid-Synthese in deiner Haut ankurbelt, hilft es deiner Haut also wirklich prall und schön zu sein, dann kannst du zum Beispiel die Niacinamid-Creme mit dem Hyaluronserum verwenden. Die Prallheit, die Glattheit, die Feuchtigkeit in der Haut und die Creme schließt die Wirkstoffe tiefer in die Haut, schützt die Haut, dass du auch nicht diesen transepidermalen Wasserverlust, also quasi das Wiederausdunsten der Wirkstoffe oder der Feuchtigkeit aus der Haut, wenn die Haut porös und angegriffen ist. Da ist ja Niacinamid genau das Richtige, die hilft der porösen Haut. Aber generell zu Hyaluron, letztens hat mich jemand gefragt, was ist denn überhaupt Hyaluron? Weil man sagt es ja richtig, Hyaluronsäure. Und wenn man Säure hört, denkt man, oje, oje. Wenn man aber hört, ist eigentlich ein Zuckermolekül und dass dein Körper es selber herstellt, dann weiß man einfach, okay, das kann ja meiner Haut nur gut tun. Denn im Alter und auch durch die Sonne oder auch durch Stress verlieren wir stark Hyaluron. Ich versuche mal das Bild zu geben. 2% Hyaluron hast du im Augapfel und diese 2% halten 98% Wasser. Das ist wie ein Magnet, der Feuchtigkeit reinzieht. Also ich gebe zum Beispiel das Serum immer auf die Oberlippe, damit hier feine Linien und Fältchen ausgeglichen werden. Ich gebe das Serum immer ums Auge und auch aufs Augenlid, weil es hier auch, sag ich mal, die Durchfeuchtung gibt und mein Lidschatten dann besser aussieht und nicht so in die Fältchen zum Beispiel geht. Oder ich habe hier so eine, könnt ihr wahrscheinlich sehen, so eine ganz dolle Zornesfalte, auch wenn ich nicht immer so zornig bin, aber die Falte ist trotzdem da. Dann tue ich da ein Tröpfchen drauf und das durchpolstert und hilft einfach, dass die Haut, wenn ich nicht mehr zornig bin,
trotzdem ganz glatt ist. Ich kann mich dich auch gar nicht zornig vorstellen. Du bist so eine unglaublich tolle, sympathische Frau und du strahlst so viel aus. Macht richtig, richtig Spaß. Oh, das kann ich nur zurückgeben. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. ja, ich habe generell auch so, du als Profi, hast du vielleicht noch so einen Tipp für uns? Also so ein richtiger Profi-Tipp, wo wir vielleicht jetzt gar nicht mit gerechnet haben, auch wie man die Produkte aufträgt. Also machst du es mit der Hand oder klopft man die ein? Oder so, gibt es da noch irgendwas, was man wissen sollte? Ich bin ein Fan von Serum und Creme oder Konzentrat und Creme, ab und zu eine Ampulle. Und die Haut nicht zu sehr immer nur an die gleichen. Es gibt ja auch Leute, ich habe eine Freundin, die nimmt seit 20 Jahren die gleiche Creme und ich sehe es, dass es ihrer Haut nicht gut tut. Man muss jetzt nicht jeden Tag was anderes verwenden, bitte auf keinen Fall. Dann wird die Haut nervös, sondern man sollte schon, sage ich mal, in regelmäßigen Abständen und für eine Zeit lang etwas nehmen, damit man die Haut nicht nervös macht. Aber etwas, was ich sehr, sehr immer wieder proklamiere, ist ein Tropfen Rosenöl. Das ist so ein bisschen mein Geheimnis. Ich weiß, es ist online, glaube ich, ausverkauft oder gerade nicht da. Das kriegt ihr nur bei DM selber im Laden. Wir haben gerade so eine Limited Edition mit Rosenöl. Mhm. Ich mache das seit 20 Jahren, jeden Abend oder wenn meine Haut ein bisschen nervös ist, jetzt im Sommer sogar, wenn ich in der Sonne war, weil ich so empfindliche Haut habe, Serum, Creme und dann zum Schluss ein Tropfen, ist nur ein Tropfen Rosenöl. Und das hilft nochmal die Feuchtigkeit, weil wenn du deine Haut wie ein Glas Wasser siehst, gibst einen Tropfen Öl rein. Wo schwimmt das Öl? Das schwimmt an der Oberfläche, in der Salatsauce. Ne? Und das hilft dir wirklich auch nochmal, es beruhigt und es gibt der Haut einen wunderschönen Glow. Das wäre so ein bisschen mein Tipp und natürlich nicht mit Make-up ins Bett gehen. Also in meinem Alter darf ich schon, glaube ich, die Mama der Haut sein und sagen, nein, nicht mit Make-up ins Bett gehen, sondern bitte reinigen, reinigen, reinigen. Aber ich erlebe immer wieder Leute, die das noch nie gehört haben und sagen, was muss man denn die Wimperntusche abwaschen? Ja, bitte, weil die Wimpern werden brüchig. Übrigens, Rosenöl ist auch toll, kannst du so auf die Wimpernspitzen drauf tun, damit da auch sie geschmeidiger und seidiger und länger werden. Mhm. Auch noch ein kleiner Tipp, das kann man zu allem verwenden. Da haben wir viel gelernt und Rose duftet ja auch so, so gut. Also, ja, also ich muss schon sagen, ich muss mir auch unbedingt das alles nochmal angucken, weil das sind sehr viele Informationen, aber richtig interessant, ist so spannend, dir zuzuhören. Oh. Und deswegen auch ein kleiner Tipp für euch, also falls ihr jetzt denkt, okay, es war alles super spannend, aber ihr möchtet es im Nachgang nochmal angucken, das Video wird auch gespeichert, also ihr könnt es euch da auch nochmal angucken. Mhm. Ich habe da jetzt nochmal ein paar Fragen. Gerne. Zum einen sehr war nochmal wegen diesem Peeling zu Niacinamide Peeling, wie oft man das anwenden sollte. Mhm. Das war eine Frage. Das ist eine gute Frage. Es kommt ein bisschen auf deine Haut drauf an. Wenn du jetzt aktuell, sag ich mal, sehr unreine Haut hast und du möchtest die in den Griff bekommen, würde ich definitiv sagen, circa dreimal die Woche am Anfang. Schau, wie deine Haut, ich sage immer, spür deine Haut, lern sie nochmal kennen, spür in sie hinein und dann würde ich das Peeling verwenden. Danach reicht eigentlich so zweimal die Woche. Jetzt bin ich schon älter, meine Haut, die, sage ich mal, hat mehr tote Hautschüppchen. Ich mache super gerne 2 bis 3 Mal die Woche ein sanftes Peeling, aber effektiv, dass es runtergeht. Aber es ist halt kein so ein Peeling wie Glykolsäure oder sowas, wo man sagt, oh, bloß einmal die Woche. Also das kann man ruhig 2-3 Mal die Woche und natürlich immer, bevor man ausgeht, weil du kriegst so einen prallen, schönen Glow und das Make-up hält viel länger. Du siehst so richtig frisch aus, als ob du von der Kosmetikerin kämst. Also sehen wir morgen Abend wahrscheinlich alle frisch aus. So, dann habe ich noch mal eine Frage. Und zwar gibt es eine Empfehlung für fettige Haut. Absolut. Für fettige Haut auch Niacinamide. Weil Niacinamide, das ist ganz witzig, weil wenn man das hört, denkt man, wie kann denn das sein? Niacinamide ist super für trockene Haut, aber auch für ölige Haut. Normalerweise wäre das ein Widerspruch, ist es aber bei Niacinamiden nicht. Aus dem Grund, weil Niacinamide, und das sagen auch alle wissenschaftlichen Studien zu Niacinamide, schon ab 2% die Ölproduktion reguliert. Also schon ab einer Dosierung von ca. 2% in kosmetischen Produkten. Ist also extrem wirksam und gleichzeitig so beruhigend. Und eine ölige Haut, die ist ja im Stress und deswegen produziert sie auch so viel Öl. Also nicht zurückschrecken hier, dass das Serum zum Beispiel
Beispiel diese leicht milchige Konsistenz hat, das ist jetzt nicht fettig, das ist wahnsinnig feuchtigkeitsanreichernd und wird dir helfen, die Fettproduktion in der Haut, ob das im Kinnbereich ist, auf der Nase, in den Nasenflügelchen, hier zu regulieren. Und wenn die trockene Stirn auf dem gleichen Gesicht, manchmal hat man ja diese berühmte T-Zone, dann gibst du aber trotzdem das gleiche Serum auf die Stirn. Und da kommt dann Ceramide, die Kittsubstanz, die die Feuchtigkeit in der Haut hält, die Haut weich, geschmeidig, fältchenglättend wirkt. Und da gibst du es auch, also es reguliert die Mischhaut, es hilft der trockenen Haut. Wenn meine Haut verrückt ist und ich denke so, oh Gott, zu viel gearbeitet, zu wenig geschlafen, falsch gegessen, wieder zu viel Chips. Ich bin so ein kleiner Chips-Junkie. Schokolade. Und dann, ja, genau, hat die gleiche Wirkung auf der Haut. Ist nicht gerade zu empfehlen. Dann arbeite ich immer mit Niacinamide, weil es beruhigt meine Haut. Weil es muss auch schnell gehen. Ich muss dann schnell wieder gut ausschauen oder will auch schnell wieder gut ausschauen. Also ich muss schon sagen, es hört sich sehr, sehr gut an, diese Serie. Also wirklich ein Multitalent. Also da war nämlich auch nochmal eine Frage bei sensitive Haut. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, kann man auch zu Niacinamide greifen. Absolut. Absolut. Also Niacinamide haben wir immer in Rezepturen reingetan, schon seit 20 Jahren und viele in der Kosmetikwelt. Niacinamide war immer etwas, was alles verträglich gemacht hat. Also wenn du ein tolles Produkt mit Retinol hattest und sagst, der Effekt ist doll, du hattest aber Bedenken, ob es vielleicht zu Irritationen auf der Haut von der Kundin führen könnte, hat man Niacinamide dazu gegeben, um Retinol verträglicher zu machen. Und deswegen ist das so ein Multitalent und kann man sich einfach merken, wenn es ein Sternzeichen wäre, wäre Niacinamide die Waage und die will, dass alle immer zufrieden sind und sehr verbindend ist, ja, und so arbeitet sie auch mit diesen kraftvollen Wirkstoffen, ob das Retinol oder sonstiges ist und reguliert ist oder Vitamin C, deswegen haben wir so gutes, sehr effektives Glowing Vitamin C mit hineingetan. Kann man sich wirklich gut merken mit der Waage. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich noch so eine persönliche Frage, die mich ganz arg interessiert und vielleicht euch auch, weil du machst ja schon sehr, sehr viel, also mit deinem Unternehmen, du bist Speakerin, du bist Mentorin und ja, du leistest wahnsinnig tolle Arbeit und inspirierst so viele Menschen, hast aber auch noch eine Familie und dann frage ich mich, wie hältst du denn da die Waage, wie kriegst du das alles geschafft? Ja, das ist tatsächlich immer die Frage, die wir Frauen uns, glaube ich, immer am stärksten selber stellen. Und ich habe das große, große Glück, eine wunderbare Familie zu haben und einen wunderbaren Mann, der zwar auch beruflich seines macht, aber auch Freude daran hat, dass ich das gerne. Und wir sind ein tolles Team zusammen. Und ich habe eine tolle Schwiegermutter und eine tolle Mama, die da helfen. Aber auf der anderen Seite müssen wir Frauen, glaube ich, eins lernen, auch, sage ich mal, neben uns ein Team aufzubauen und sich nicht immer selber für alles verantwortlich zu fühlen. Und ich habe ein mega tolles Team. Wir sind ein mittelständiges Unternehmen in Innsbruck mit 200 Leuten. Ich grüße alle ganz herzlich. Und das sind einfach tolle Leute. Wenn ich hier, ich sage mal, ich darf die Lorbeeren ernten, aber eigentlich sind die Leute dahinter, die die Arbeit machen. Ich darf dann erklären und an vielen Prozessen beteiligt sein und diese wunderbaren Menschen mitführen. Aber Teamwork makes the dream work. Und jeder Frau kann ich wirklich nur den Rat geben, ein bisschen den Druck auf sich selbst rauszunehmen, sich nicht für alles immer alleine verantwortlich zu fühlen, nach Hilfe zu fragen und liebevoll zu sich selbst zu sein und das einfach mal auch anzunehmen und sich selbst wertzuschätzen. Das sind Kraft. Sehr, sehr schöne Worte und ich finde, man merkt es auch direkt, also wir haben uns ja heute hier schon ein bisschen früher getroffen. Ich fand, es war eigentlich eine ganz tolle Stimmung, sehr familiär und eng. Also es war auch toll, noch das Team hinter dir noch zu sehen und es war wirklich ganz toll. Man spürt es extrem und ich finde, man spürt es auch hier. Ich fühle mich wahnsinnig wohl. Oh, das freut mich. Ja, also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube eigentlich auch, dass wir jetzt schon ganz schön viel geredet haben und ich glaube, so langsam am Ende zu kommen, es sei denn, ihr habt noch eine Creme, ja, jetzt haben wir heute genug, eine Frage zu der Creme. Da gibt es auch Fragen, gibt es auch eine Nachtcreme? Also wir haben die jetzt nicht dabei, aber ich glaube, es gibt zu fast jeder Serie eine Nachtcreme. Absolut, wir haben eine Nachtcreme bei Hyaluron aktiv, die quasi in der Tiefe nochmal hilft, Hyaluron zu polstern, was ganz wichtig ist, um Fältchen auszugleichen. Und eine Kollagen-Nachtcreme. Kollagen ist das stärkste und wichtigste Protein in unserem Bindegewebe.
Bindegewebe und ist quasi netzbildend, verankert die Haut, macht die Haut praller. Ich sage mal so ganz, sage ich mal verständlich, Kollagen ist der Kleber, der die Hautschichten zusammenhält und sollte immer wieder die Kollagensynthese stimuliert werden und ist vor allem wichtig, unbedingt ab einem Alter von 40, 50, weil circa ab 25 Kollagen die Produktion ein bisschen abnimmt und dann fällt die Haut ein. Also wenn es so um Aufpolsterung, Prallheit in der Haut geht, da ist Kollagen immer sehr gut. Hyaluron ist Feuchtigkeit durch Prallheit und Niacinamide ist die Waage und die Reinheit, die Feinporigkeit, der Glow. Sehr schön zusammengefasst. Also wir haben echt sehr, sehr viel gelernt hier. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass wir jetzt zum Ende kommen. Und ich muss mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es war wirklich richtig schön, mit dir hier zu stehen. Und auch für das erste Live hier, dass man da so eine, ja, du bist einfach in dem Thema so erfahren, hast so viel Erfahrung im Live-Shopping schon gemacht. Und das hat mir wirklich sehr viel geholfen. Ja, und falls ihr jetzt Lust habt noch auf weitere Lives, das war nicht das letzte Live, denn nächste Woche geht es auch schon weiter mit den Langhaar-Mädchen. Und zwar am Dienstag, den 15. Februar um 19 Uhr, ist die Mona von den Langhaar-Mädchen in ihrem Salon in München live und wird zwei Frisuren für euch zaubern. Ihr könnt also live mitmachen oder ihr könnt es dann auch im Nachgang einfach anschauen, das Live. Ja, und dann warten noch weitere spannende Lives auf euch. Schaut da einfach auch mal in der MeinDM-App vorbei. Oder auf der dm.de gibt es auch aktuell noch Informationen. Also und auf unseren Social-Kanälen lassen wir euch natürlich auch die Infos da. Und ja, ihr könnt uns auch jederzeit immer in die Kommentare schreiben, was ihr euch noch so wünscht für Lives, wie euch das Format gefällt. Also auch das Feedback von euch ist sehr, sehr wertvoll für uns. Und ansonsten, der Coupon ist heute noch gültig. Der müsste jetzt bei allen von euch im Coupon-Sender hinterlegt sein. Den könnt ihr einlösen. Und dann würde ich sagen, von meiner Seite war das schon mal alles, aber hast du vielleicht noch abschließende Worte? Ich freue mich, jeden von euch im DM zu sehen. Wenn ihr mich irgendwo seht beim Einkaufen, dann keine Sorge, spricht mich bitte, bitte an. Ich freue mich da immer drüber und ihr könnt mir jederzeit Fragen stellen. Ich stehe euch mit meinem Team zusammen immer gerne zur Seite, live oder eben über Social Media. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, an dieser Stelle auch danke alle hinter der Kamera, die ja, hier heute uns fleißig unterstützt haben und auch alle, die das ermöglicht haben, dass wir hier heute stehen dürfen. Und ansonsten wünsche ich euch alle noch einen wunderschönen Abend, schönes Wochenende. Bleibt oder werdet gesund und bis bald. Und Applaus an dich, Mareike. Ganz toll gemacht, wirklich ganz, ganz toll. Danke. Tschüss. Tschüss.